Sehr gut. Ja, danke für die Einladung. Wir sind alle so ein bisschen sehr dicht, weil der israelische Staatspräsident war gerade da und hat im Bundestag gesprochen. Deswegen bin ich auch so schick. Das ist der Sache sicher angemessen. Freue mich aber, dass es trotzdem geklappt hat, dass ihr so flexibel wart. Wir können gerne gleich mit dem Talk anfangen, aber ich sag gern kurz zwei Sätze. Du hast es richtig schon gesagt. Armin und ich sind seit vielen Jahren zu dem Thema in Kontakt. Viele, auch persönliche Freunde von mir, wie Verena Pauster und andere, haben das Thema irgendwann an mich herangetragen und ich finde es ehrlich gesagt einfach überzeugend. Weil so einfach ist es, weil ich als Liberaler der Meinung bin, erstens, dass wir auch bei der Frage von Rechtsformen innovativ sind und bereit sind, was Neues auszuprobieren. Das ist schon mal ein Wert an sich. Zweitens, über das Thema Eigentum hochzuhalten, aber in unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man es intergenerational oder zwischen über Personen, die von dem Wert eines Unternehmens überzeugt sind, aufteilt, organisiert, da darf man moderner werden. Und ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagt, dass stiftungsgetragene Unternehmen wie in Dänemark oder Bosch oder andere etwas Schlechtes wären. Im Gegenteil. Und meine Überzeugung ist, dass ein Staat, der es einfach macht, im 21. Jahrhundert sich überlegen muss, wie er solche Konstruktionen einfacher machen kann. Und ich glaube, dass das geht. Und deshalb habe ich mich über das Thema nicht nur eingesetzt im Wahlprogramm der FDP, sondern auch in den Koalitionsverhandlungen und freue mich und bin weiter absolut überzeugt, dass wir da in dieser Legislaturperiode vorankommen. Danke für euer Engagement dafür und alles andere besprechen wir jetzt, Armin. Super, danke dir. Ja, mich würde natürlich interessieren, ich habe hier dir schon was ein bisschen reingetan. Ich glaube, Verena hat es gerade nicht genutzt, aber jetzt für den nächsten können wir vielleicht schon ein neues Glas vorbereiten. Darf ich dein Wasser trinken, Verena? Mich würde natürlich interessieren, ihr kommt aus einer liberalen Haltung darauf, euch ist Innovation wichtig, euch sind freiheitliche Aspekte wichtig. Ist diese Rechtsform eigentlich auch eine liberale Rechtsform? Ich meine, Lars Feld kommt ja gleich noch, der hat in der Welt, glaube ich, mal geschrieben, das ist eine urliberale Idee, aber der ist ja nicht Parteimitglied, deswegen ich will vor allen Dingen von euch wissen, wie seht ihr das? Jetzt hast du mir leider die Pointe geklaut, wollte ich sagen. Also ja, Lars Feld ist kein Parteimitglied der FDP, das würde er sich auch verwahren, aber als Liberaler und Mitglied der Freien Demokraten finde ich, dass liberale Wirtschaftspolitik in diesem Land dann doch auch ganz wesentlich von klugen Stimmen wie von Lars Feld formuliert wird. Und wenn er sagt, das ist ein liberales Projekt, ja, wer wollte denn da widersprechen? Nicht, dass ich Lars Feld dafür bräuchte, um zu diesem Urteil zu kommen, aber ich finde, es ist das beste Argument, den Kritikern, die es gibt, die ich auch wahrnehme. Also ich bin so ein bisschen in der lebensweltlichen Situation, dass mein persönlichen Umfeld, mein Freundeskreis ist, glaube ich, mehr Anhänger treuhändischen Vermögens und der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Warum formuliere ich so präzise? Ich komme jetzt gleich darauf. Als Familienunternehmer in sozusagen klassischer Aufstellung, die über Generationen das weitergeben. Da ist aber ja die Kritik, da sind ja die Widerstände und ich kenne letztere auch in ganz, ganz großer Zahl, weil ich das Privileg habe, sehr urban in Berlin meinen Lebensmittelpunkt zu haben, meinen Wahlkreis, aber im Sauerland in Südwestfalen. Und das ist wirklich eine richtig starke Industrieregion, wo genau diese Familienunternehmer hochinnovativ, sehr erfolgreich, teilweise über Generationen und Jahrhunderte in großer Zahl leben. Und mein Gefühl ist, ehrlich gesagt, deswegen habe ich gerade auch so präzise formuliert, bei den allermeisten, es ist ein großes Missverständnis mit Blick auf das Wort Verantwortungseigentum. Es ist ein großes Missverständnis, dass da einige in unserem Land etwas in den falschen Hals bekommen haben, als würden sie keine Verantwortung tragen. Ich glaube, das ist das große Missverständnis. Deswegen bin ich euch als Initiative auch sehr dankbar, dass ihr darauf ja reagiert habt. Ihr habt ja gesagt, ja, dann nennen wir es anders. Ich finde, irgendwann muss ein Land und eine politische Debatte über ein initiales Missverständnis aber hinwegkommen und Probleme lösen und Dinge besser machen. Und deshalb sollten wir uns damit nicht ewig aufhalten. Das freut mich sehr. Du sprichst die Familienunternehmen an, auch dort. Und wir kennen natürlich dort auch in deinem Wahlkreis sogar Unternehmen. Was wir aber auch wissen aus den Statistiken und auch aus den Erfahrungen aus dem Wahlkreis ist,
viele können ja gar nicht mehr in der Familie weitergeben. Unter 50% sind es inzwischen, die in der Familie weitergeben. Was macht man stattdessen? Man versucht zu verkaufen, vielleicht will man das aber auch nicht. Verantwortungseigentum könnte da vielleicht eine Lösung sein. Wir hatten es jetzt, gestern habe ich das hier auch von einem Mittelständler gehört, der gesagt hat, ja, ich möchte doch an Mitarbeitende weitergeben, ohne dass sie sich teuer einkaufen müssen. Ich möchte, dass die sozusagen einsteigen zum Nennbetrag. Wir hatten es gerade mit Verena schon. Ist das nicht sozusagen eigentlich eine urliberale Idee, dass ich da rein kann, ohne dass ich leiblich verwandt bin? Ist das nicht so ähnlich hier wie Marco Buschmann mit der Verantwortungsgemeinschaft eine wunderbare neue Rechtsform schafft? Ist das nicht eigentlich wie Verantwortungseigentum sozusagen? Hier, da wird Familie neu gedacht im Eherecht und im Verbindungsrecht und hier wird eben Familie neu gedacht sozusagen im Gesellschaftsrecht. Total. Also kurze Antwort wäre ja. Ich sage aber noch drei Sätze mehr, wenn du willst. Gerne, ja. Also erstens bin ich der Meinung, ja, alleine wenn das nur der einzige Grund wäre, dass es immer mehr Konstellationen gibt, wo es eben keine leibliche Erben gibt und wo dann auch Familienunternehmen sagen, wir wollen dafür eine Lösung haben. Alleine das wäre ja schon ein Grund, über das Thema nachzudenken und also eine neue Rechtsform einzuführen. Ich finde aber in der Tat, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, ist eine urliberale Idee und ist ein wesentlicher Organisationsmechanismus unserer Gesellschaft, was uns voranbringt. Eigentum ist ein urliberales Konzept und das ins 21. Jahrhundert zu übertragen, überzeugt mich einfach. Also wenn ich mit Leuten, die jetzt nicht so tief im Thema sind wie du, darüber rede, dann sage ich, ist man sehr schnell, finde ich, bei dem Beispiel, ja schau mal, zum Beispiel bei den großen Unternehmen läuft es doch super. Jeder findet Bosch gut. Als Unternehmen mit dem Beitrag zur Gesellschaft über die Bosch-Stiftung etc. Du kannst dann, übrigens ab jetzt auch mal die FAZ als Beispiel nehmen, die sind nämlich auch so aufgestellt. Stimmt, ich wollte gerade sagen. Und wenn man dann weiterschaut, findet man andere Beispiele, wie die FAZ, wie Partnerschaften in Anwaltssozietäten und so weiter und so fort. Ja. Der Gedanke ist uns gar nicht fremd. Ja. Er ist nur hier im Zugang neu und in der Organisationsform, vielleicht in einer stärker auch von Startups, Gott sei Dank endlich stärker von Startups geprägten Wirtschaft, neu und dann bleibt am Ende nur dieses, ja, bisher haben wir es ja auch nicht gebraucht, irgendwie kriegen die Großen es ja auch hin. So, und das habe ich eben ja angedeutet, also das ist für mich nicht überzeugend, das ist ja übrigens auch ein sehr konservativer Gedanke, ja, irgendwie geht es ja schon, wir wandeln uns erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Was für ein Quatsch, wandeln wir uns doch nach vorne raus, weil wir sagen, da liegt eine Chance und organisieren wir einen Staat so modern, eben auch in seiner Rechtsetzungskonstruktion, in seiner Rahmengeberkonstruktion und machen wir es den Menschen einfach, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Das, finde ich, ist ein urliberaler Gedanke, ganz genau. Absolut, das ist natürlich Musik in unseren Ohren und das sind ja auch Gründe, warum man, warum die FDP sozusagen oder was sie an wichtigen Impulsen immer wieder reinbringt, dass wir auch die Bürokratie abbauen und solche Wege einfacher machen. Du hast schon gerade gesagt, okay, die Argumente der Familienunternehmer, die kann man da sozusagen so ein bisschen abfangen. Es gibt aber noch andere Gegenargumente. Ich hatte es vorher, da warst du noch nicht da, kurz erwähnt, nämlich aus juristischer Sicht. Dass man aus juristischer Sicht sagt, liebe Leute, also das Kapitalgesellschaftsrecht, das funktioniert nun einfach mal so, dass ich Kapitaleigner habe und die können alles entnehmen. Das ist sozusagen ein komplett systemfremder Gedanke, juristisch gesehen, zum Kapitalgesellschaftsrecht, dass da eine Vermögensbindung da ist. Die ist für uns wiederum aber essentiell, damit überhaupt diese Weitergabe so funktioniert, wie wir das gerade besprochen haben, dass ich zum Nennbetrag rein und rausgehe. Da ist jetzt eher meine Frage, ich finde es super, dass du sagst hier, wir müssen da innovativ sein und wir kriegen die Argumente da beseitigt. Wie schaust du auf diesen Punkt? Weil die uns kommt natürlich das vor allen Dingen auch aus sozusagen dem BMJ entgegen. Ne? Ja, also das ist ein schöner Gedanke und so weiter. Und wir finden es ja auch toll, dass ihr leidenschaftlich dafür kämpft, aber juristisch ist es einfach systemisch sehr schwierig. Und da bekomme ich jetzt so als absoluter Laie und Bürger einfach nur das Gefühl, also vielleicht ist das zum Schluss doch eine Frage einfach des politischen Willens. Ja, also ich bin jetzt ja auch kein Kapitalrechtsjurist, sondern bin Generalist mit Blick auf diese Frage. Aber einer der ersten, die auch in meiner Partei das Thema ja ergänzend vorangetrieben haben, sogar noch stärker sich da öffentlich auch sehr früh positioniert haben, einfach weil er mit dem Thema sich schon länger beschäftigte, bevor Verena und andere das an mich rantrugen, ist ja zum Beispiel Florian Tonka. Ja, er ist jetzt genau. Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Ich habe mit ihm auch in der Oppositionszeit, als wir über das Wahlprogramm
Programm geredet haben, viel zusammengearbeitet, und der ist nun wirklich ein exzellenter Jurist. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle Nicht-Juristen sagen, super Idee, und alle Juristen, die sich mit dem Kapitalrecht vertiefen, sagen, das geht gar nicht. Natürlich, also scheint nicht. Mir nicht die Lage zu sein. Nein. Und das führt in der Politik üblicherweise zu so Konstellationen, die nach meinem Eindruck wie folgt zu beurteilen sind. Es gibt möglicherweise berechtigte Fragen, ganz sicher sogar. Es gibt auch Probleme, die man abgrenzen muss. Ich höre auch, dass es Sorgen gibt, dass wir natürlich hier nicht Steuersparmodelle über grenzüberschreitende sozusagen Umgehung oder so möglich machen dürfen. Das überzeugt mich auch als politisches Ziel. Aber wenn ich als Generalist drauf schaue und es mir erklären lasse, scheinen mir diese Frage komplex, aber nicht unlösbar. So, und damit scheint es mir politisch möglich zu sein. Und ich weiß, du würdest gerne auch von mir hören, dass ich quasi wie ein Sprecher des Justizministeriums zu Zeitplan ja oder so sagen könnte. Nee, aber das bin ich nicht. Das kann ich nicht. Ich weiß nur, dass die Regierung das sich ja anschaut. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, es wird eine Lösung geben, weil es mir lösbar erscheint. Das kriegen wir hin, politisch, wenn man es wirklich will. Und der politische Wille, um die Frage zu beantworten, ist da. Er ist bei uns da, er ist im Koalitionsvertrag da, das heißt, es gibt endlich eine politische Mehrheit, wie bei so vielen Fragen, und politische Mehrheiten realisieren das dann irgendwann auch in der Gesetzgebung. Super, und du bist ja der erste parlamentarische Geschäftsführer, darauf können wir zählen. Ja, also am Parlament scheitert es sicher nicht. Am Parlament scheitert es nicht. Scheitert überhaupt nicht. Das ist sehr gut, das freut mich sehr zu hören. Jetzt kannst du uns vielleicht noch einen letzten kleinen Tipp geben. Wir haben schon sehr, sehr viel versucht, an deinen Parteikollegen Marco Buschmann ranzukommen, ein Gespräch zu führen, haben ihn ja hier auch hin eingeladen und ihnen weiß nicht wie viele Einladungen geschickt, um mit ihm auch ins Gespräch zu gehen, weil wir ja wissen, das hängt alles an seinem Ministerium. Du kennst ihn gut. Gibt es irgendeinen Tipp, den du uns noch mitgibst? Wie können wir ihn treffen? Also als du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass ihr ihn sogar in Star Wars Verkleidung schon angesprochen habt, Markus, nach meiner Kenntnis sehr großer Star Wars Fan, dachte ich, okay, also Armin, dir macht keiner was vor. Jeder psychologische Zugang ist da. Es kann also wirklich nur eine Frage von Zeit, Termindruck etc. sein. Ich glaube, ihr könnt, das muss man fairerweise sagen, ich glaube, ihr könnt auch nicht gar nicht überschätzen, wie viel Druck gerade bei uns auf der Pipeline ist. Durch Krieg, durch Herausforderungen, die sich daraus ergeben, die alle auch eine juristische Dimension haben. Wir machen diese Woche auch noch mal eben so die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Das hat große grundrechtliche Dimensionen, was uns als Freie Demokraten sehr wichtig ist. Hat zum Beispiel den Justizminister den Sommer sehr beschäftigt. Gestern haben wir es in der Fraktion ausführlich diskutiert. Also es ist leider auch noch sehr, sehr viel anderes da. Völlig verständlich. Ja. Ich finde, dass Verena das eben sehr gut gesagt hat, ist auch meine tiefe Grundüberzeugung. Es muss uns gelingen, dass wir trotz dieser enormen zeitlichen Belastung durch die akuten Fragen, nicht nur die akuten und dringenden Fragen bearbeiten. Warum? Erstens, wie eine Binse sagt jeder, ja genau. Aber wenn man ein bisschen näher hinschaut, würde ich sagen, ist es doch auch die Lage, in der wir sind, hat genau damit zu tun, dass das zu lange der Politikmodus war. Also die Lage, in der wir sind, Energiekrise, Krieg in Europa, ist kausal durch Wladimir Putin und durch niemand anderen ausgelöst. Dass wir aber nicht so gut vorbereitet als Land in diese Lage geraten sind, wie wir hätten sein können, mit einer kaputtgesparten Bundeswehr, mit einer Energieabhängigkeit, die immer weiter vorangetrieben wurde von Russland, als gäbe es keinen Morgen, geht, glaube ich, darauf zurück, dass wir in den letzten Jahren eben von tagespolitischer Betrachtung zu tagespolitischer Betrachtung oft der Politikmodus war in Deutschland, in Berlin. Und zu wenig die absehbaren großen Herausforderungen, Demografie, Digitalisierung, Klimawandel, dieser Systemwettbewerb mit Putin und Xi Jinping und anderen langfristig durchdacht und die daraus folgenden Schlüsse auch rechtzeitig angegangen wurden. Und das müssen wir hinkriegen, das anders zu machen. Das müssen wir hinkriegen. Und ein Megatrend ist eben Digitalisierung. Die Digitalisierung, die Chancen ergreifen wir durch Unternehmertum, und modernes Unternehmertum braucht moderne Rechtsformen, und so hängen die Themen auch zusammen. Das ist wunderbar. Wir zählen auf dich, dass es eine eigene Rechtsform wird. Vielen herzlichen Dank. Ich habe schon ein Signal bekommen, Ricarda ist da oder Lena kommt auf die Bühne. Es scheint eine Änderung zu geben. Genau. Dann sage ich erstmal schon vielen herzlichen Dank, dass du in dieser jetzt zwischen Haushaltsvorstellung und Staatspräsident, dass du es genauso wie Verena geschafft haben, hierher zu kommen. Herzlichen Dank, und wir bleiben im Dialog. Sehr gerne, bleib dran, bis bald. Ciao. Ja, okay.